Vielen Dank. Liebe Kinder, schön, dass ihr da seid. Ja, interessant, ein bisschen jünger als im Europaparlament. Ich muss mich kurz fassen, ich habe hier statt der 3 Stunden, die ich normalerweise brauche, nur 20 Minuten, um das zu erzählen, was ich euch erzählen möchte und zeigen möchte. Und danach können wir dann das alte Frage- und Antwortspiel machen. Ich bin Mitherausgeber des Faktenmagazins Titanic und die Grenzen der Satire kennen wir bei Titanic sehr genau. Ungefähr jedes 10. Heft von Titanic ist verboten oder die Auslieferung ist uns juristisch untersagt. Und die Grenzen der Satire im juristischen Bereich, im finanziellen Bereich habe ich selber einmal ausgelotet, die liegen bei ungefähr 600 Millionen D-Mark. D-Mark ist eine alte Währung, die euch nicht sagen wird, das sind ungefähr 318 Millionen Euro. Ich habe mal einen Bestechungsversuch unternommen, der dann später diese Summe vor Gericht als Klagesumme nach sich ziehen wollte und ich kann das mal gerade erklären, was damals passiert ist. Es war vor eurer Geburt im Jahr 2000. Beginnen möchte ich noch Abschied nehmen, auch ich von unserem langjährigen Mitarbeiter Helmut Kohl, der ist gestorben. Ihr habt das wahrscheinlich, oder eure Eltern haben das zumindest zur Kenntnis genommen. Und ein Mann, der auf ungefähr 60 bis 80 Titanic-Titelbildern war, das ist, glaube ich, eins der bekanntesten. Wiedervereinigung ungültig, Kohl war gedopt. Dass die Geschichte dieses Mannes möglicherweise noch gar nicht zu Ende ist, wie viele im Land derzeit denken, das zeigt dieses Titelbild aus den frühen 90er Jahren, glaube ich. Und wir haben ihn eigentlich für alles. Hans Zippert, ein Vorgänger bei Titanic, ehemaliger Titanic-Chefredakteur, hat Kohl, glaube ich, zu etwas gemacht, das man wirklich in jedem Zusammenhang auf Titanic nutzen konnte. Hier sind 2 historische Ereignisse zusammengekommen. Unruhen in der Ostzone und im Irak. Saddam Hussein hat damals Giftgas eingesetzt und wir hatten sehr vermutet, dass Helmut Kohl das auch machen würde. Mein persönlicher Lieblingstitel, den ich selber zu verantworten habe, ist einer, den wir gemacht haben, nachdem ein Tsunami in Asien gewütet hatte und wir hatten damals vermutet, das war ganz kurz bevor wir uns für das Titelbild entscheiden mussten, wir haben damals vermutet, dass eine Arschbombe Helmut Kohls aus einem Helikopter heraus diesen Tsunami ausgelöst hat, diese Riesenflutwelle. Das ließ sich nachher nicht wirklich belegen, aber er hat uns nie verklagt. Das muss man ihm, glaube ich, zugute halten. Ich glaube, viele andere Politiker wären juristisch gegen uns vorgegangen nach diesem Titelbild oder zumindest nach dieser Anzeige. Titanic ist ja ein anzeigenfreies Magazin. Wir sind da den anderen Medien voraus. Seit Jahrzehnten ohne bezahlte Anzeigen. Deswegen haben wir immer selber Anzeigen produziert. Und das war eine, die wir in der Verbindung mit der Firma Mercedes, die jetzt so ein bisschen in Verruf geraten ist, damals noch seriöse Anzeigenkunde in Titanic. Dass man mit Kohl wirklich alles machen konnte, zeigt dieses Titelbild. Ich glaube, man kann es gar nicht groß verstehen, auch wenn ihr keine Stadtpläne mehr kennt, heutzutage, weil es elektronischen Ersatz gibt. Ich glaube, ich habe das damals auch nicht verstanden. Helmut Kohl muss Hauptstadt bleiben. Man konnte wirklich jeden Quatsch mit diesem Mann machen. Und das endgültige Kohl, der endgültige Kohl-Titel war dann dieser. Von Hagens, Gunther von Hagens hatte damals eine Ausstellung namens Körperwelten, in der so sezierte Leichen zu besichtigen waren und wir haben uns dann vorgestellt, was mit Kohl jetzt nach seinem Ableben passiert. Ich nehme an, dass das so ähnlich aussehen wird. Das ist ein Titelbild, das ich nur zeige, weil ich es beim Suchen noch gefunden habe. Das ist ein ehemaliger Ministerpräsident in Hessen, Roland Koch. Der ist hinterher in den Bau gegangen, wo er auch hingehört und dieser Titel Ethikkommission ratlos, wo beginnt menschliches Leben, ist einer, der in seiner Staatskanzlei heftig diskutiert wurde, aber auch damals ist keine Anzeige erfolgt. Anzeige wäre fast erfolgt in einem ganz anderen Fall, das ist das, auf das ich vorhin angespielt habe, das Ereignis aus dem Jahr 2000. Ich stehe im Verdacht, eine Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt zu haben. Und was damals im Jahr 2000 genau passiert ist, das kann ich kurz schildern. Ich habe nach diesen Ereignissen mich mit einem Anwalt von Franz Beckenbauer und vom Deutschen Fußballbund treffen müssen. Und es stand kurz eine Klagesumme, eine Schadensersatzklagesumme von 600 Millionen D-Mark im Raum, also ungefähr 318 Millionen Euro. Ich habe dann die Chance gehabt, mich entweder verklagen zu lassen oder eine vom DFB Anwalt vorbereitete Erklärung zu unterzeichnen.
Ich habe mich für das Unterzeichnen entschieden. Wir haben zwar eine Abmachung bei Titanic, dass der Verlag Schadensersatzklage Verluste finanziell übernimmt, aber bei 600 Millionen wäre ich mir nicht ganz sicher gewesen. Und ich habe deswegen unterzeichnet, ich kann es relativ wörtlich noch zitieren, dass ich Zeit meines Lebens nicht mehr Einfluss nehme auf die Vergabe von FIFA-Turnieren durch das Versenden von Bestechungsfaxen. Ich hatte Mühe, ernst zu bleiben. Erstens macht man einen guten Witz nicht zweimal und zweitens gibt es auch gar keine Faxgeräte mehr, glaube ich, inzwischen. Insofern habe ich dann diese Erklärung unterzeichnet und den Prozess vermeiden können. Begonnen hat alles damit, dass ich am 5. Juli 2000 eine Präsentation gesehen habe, die Franz Beckenbauer vor dem FIFA-Komitee gehalten hat. Die haben sich um die WM 2006 Fußball beworben und hinter ihm standen Claudia Schiffer und Boris Becker und Gerhard Schröder, heute Gasmann und Zeitschriftenhändler, damals Bundeskanzler. Die standen hinter Franz Beckenbauer und drückten die Daumen die ganze Zeit und Franz Beckenbauer schwadronierte auf der Bühne vor dem FIFA-Komitee, dass Deutschland hervorragende Straßen und Hotelzimmer hätte und wir müssten die WM haben. Das war so peinlich anzusehen, dass ich dachte, wir müssen eingreifen, wir von Titanic müssen irgendwas tun. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe abends ein Bestechungsfax geschrieben. Ich hatte keine Ahnung, wie man so etwas formuliert. Deswegen habe ich dann einfach frei geschrieben hier. Das ist das, das an Mr. Chuck Blazer ging aus dem FIFA-Komitee. Man schreibt halt drüber, urgent, please convey immediately. Frankfurt, 5.7.2000, das war recht spät. Dear Mr. Blazer, in this difficult situation, Germany would like to emphasize the urgency of its appeal to hold the World Cup 2006 in Germany. Let me come straight to the point. In appreciation of your support, we would like to offer you a small gift for your vote in favor of Germany. A fine basket with specialties from the Black Forest, also ein paar Spezialitäten aus dem Schwarzwald, including some really good sausages, mit ein paar verdammt guten Würsten. Und wenn ihr wie ich die Bilder der FIFA-Komitee-Mitglieder, die in der Bild-Zeitung abgebildet waren, vor Augen hättet, dann wüsstet ihr, wieso ich auf die Idee mit ein paar verdammt guten Würsten gekommen bin. Es waren dicke alte Männer, die da abgebildet waren. Ham, and hold onto your seat, a wonderful cuckoo clock. Also eine wunderbare Kuckucksuhr wollten wir noch drauflegen. And a beer mark too. Do we leave you any choice? We trust in the wisdom of your decision tomorrow. Sincerely yours, Martin Sonneborn, Secretary TDES. Ich hatte von jemandem aus der Wirtschaft gehört, dass man, um ernst genommen zu werden, unter so ein Schreiben auf jeden Fall eine kryptische Buchstabenkombination in Zusammenhang mit dem Wort Secretary schreiben muss. TDES steht für Titanic, das endgültige Satiremagazin. Das wussten Mr. Chuck Blazer und seine Kollegen nicht, als sie dieses Fax bekamen. Ich habe dann diese Faxe losgeschickt. Ich habe mir einfach die 8 korruptest wirkenden FIFA-Komitee-Mitglieder aus der Bild-Zeitung rausgesucht, habe dieses Fax an das Grand Hotel Dolda adressiert in Zürich. Da tagten die am nächsten Tag. Das war das teuerste Hotel in Zürich und habe das dann losgeschickt und habe zur Sicherheit auch noch angerufen im Hotel. Habe der Dame an der Rezeption gesagt, dass ich ein paar Faxe schicken würde, dass die sehr wichtig seien und dass das unbedingt die FIFA-Komitee-Mitglieder an diesem Abend vor der Abstimmung noch bekommen müssten. Jetzt wusste ich nicht, was die Dame dann tut. Die hat nämlich, weil es ein gutes Hotel ist, diese Faxe aus dem Faxgerät gezogen, hat sie gefaltet und hat sie dann in Briefumschläge gesteckt und dann nachts noch unter den Türen der FIFA-Komitee-Mitglieder durchgeschoben. Dadurch bekam das sowas, so eine leicht unseriöse Note, dieses Bestechungsfax. Aber wir wissen heute, dass natürlich bei den FIFA-Komitee-Mitgliedern in Asien wesentlich größere Briefumschläge mit wesentlich größeren Summen auch durchgeschoben wurden. Naja, ich habe das also abgeschickt und sichergestellt, dass das zugeleitet wird. Dann habe ich nicht weiter über die Sache nachgedacht. Und als am nächsten Tag dann die Abstimmung zwischen Südafrika und Deutschland entschieden wurde, stellte sich also heraus, zur Überraschung sämtlicher Fußballexperten und auch unserer Überraschung, dass die WM 2006 nach Deutschland geht und dass die Entscheidung knapp war. 12-11 ging sie aus und Dankeschön für den Hinweis. Ich bin gleich fertig. Der neuseeländische FIFA-Vertreter Charles Dempsey, hier ein Bild von ihm, der ist 78 Jahre zu diesem Zeitpunkt und einer der geistig Regeren im FIFA-Komitee. Der hat sich der Stimme enthalten in dieser Abstimmung, entscheidend für Deutschland, obwohl er von seinem Verband den Auftrag hatte, für Südafrika zu stimmen. Und der ist dann
Der FIFA-Chef hat zu diesem Zeitpunkt, Sepp Blatter, hat zu diesem Zeitpunkt gegen jegliche demokratische Gepflogenheit offengelegt, dass es Charles Dempsey war, der sich der Stimme enthalten hat. Weil Blatter selber, der korrupteste Mensch der Welt, nein, ich muss anders formulieren, seine Anwälte haben mich geboten, ihn nicht als korruptesten Menschen der Welt zu bezeichnen. Seitdem bezeichne ich ihn als den Menschen, der nicht gerne als korruptester Mensch der Welt bezeichnet wird. Der hatte selber eigene Interessen und hatte den Afrikanern im Gegenzug zu irgendwas versprochen, dass die WM nach Südafrika ging. Der hat dann also klar gemacht, Charles Dempsey ist schuld, nicht ich. Und Dempsey ist dann rausgerannt und hat mit unserem Fax gewedelt, das ich geschickt hatte, und hat gesagt, this final fax broke my neck, also dieses letzte Fax hat mir den Rest gegeben. Hier nochmal ein Bild, das die ganze Seriosität der FIFA ganz schön belegt. Charles Dempsey zusammen mit Sepp Blatter. Hier, sie haben irgendwie vergessen, die Bestechungsgelder hier abzulegen. Scheißegal. Ich sah dann das Fax wieder in den Händen dieses Mannes in der BBC am nächsten Tag. Der Gesichtsausdruck deutet schon an, dass hier Vorwurfsvolles geäußert wird. Die Briten waren selber noch im Rennen kurz und warfen uns da diese Bestechung irgendwie vor. BBC-Reporter waren nachher auch die ersten, die bei uns vor der Redaktion standen. Ich habe auf deren Frage geantwortet, warum ich das getan hätte. Ich tat es für mein Land. Das haben die sofort verstanden. Die haben ein sehr unverkrampftes Verhältnis zur Nation. Und auf die Frage, ob man das Bestechungsfax hätte ernst nehmen können, habe ich gesagt, ja, wenn man sehr hungrig war. Ich sah das Fax wieder in den Händen dieses Mannes. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass er eher für Südafrika gewesen wäre in dieser Situation. Und habe dann, wir hatten da eine Absenderkennung drauf, also immer mehr Leute versuchten jetzt herauszufinden, wo diese Faxe herkommen. Ich habe dann der DPA gegenüber eingeräumt, dass die aus dem Hause Titanic stammen. Und dann hatten wir noch 3 Minuten Zeit, dann begannen sämtliche Telefone zu läuten bei uns. Die Weltpresse war am Apparat. Es ging dann relativ rund bei uns. Die nächsten Minuten gehörten erstmal dem DFB. Das ist der DFB-Generalsekretär damals, Horst R. Schmidt. Der hat in jedes Mikrofon gesagt, dass ihm unter die Nase gehalten wurde, die Grenzen der Satire sind weit überschritten. Ich habe in jedes Mikrofon, das mir unter die Nase gehalten wurde, gesagt, wo die Grenzen der Satire verlaufen in Deutschland. Das entscheiden immer noch wir von Titanic und nicht der Deutsche Fußballbund. Wir reden ja auch nicht über Abseits mit denen. Das prägte natürlich auch so ein bisschen die Medien dann an diesem Tag. Wir waren in sämtlichen Nachrichtensendungen. Nicht jeder fand es gut, dass die Fußballweltmeisterschaft nach Hause kommt. Sie wissen, verschwitzte Männer im Land, verstopfte Straßen und die Spiegelkappen vieler Autos in Berlin sind dann mit nationalen Fahnen überzogen. Die Printmedien dann am nächsten Tag konnten sich dem auch nicht ganz verschließen. Diese Überschrift finde ich sehr schön. Das ist die, ein Drecksblatt aus Berlin, BZ. Und diese Zeile, damit konnte nicht mal Franz in seiner Weitsicht rechnen. Franz Beckenbauer hatte damals ein etwas positiveres Image als Lichtgestalt, als er es heute hat. Und dieser Feind des Fußballs steckt dahinter. Das ist mir jahrelang beim Fußball hier in Berlin, beim Hallenfußball nachgerufen worden. Dieser Feind des Fußballs, wenn ich mal über den Ball trat. Arschlöcher. So, Panik wegen Titanic, das ist Charles Dempsey, der wurde extrem angefeindet, der ist sofort ins Flugzeug gesprungen damals in Zürich, ist dann nach Neuseeland zurückgeflogen, beim Zwischenstopp standen schon Reporter da, der eigene Sportminister hat ihn als nationale Schande des Landes bezeichnet. Ich war erst ein bisschen beunruhigt, aber es traf keinen Falschen, der hatte seine Familie auch in der FIFA komplett korrupt untergebracht. Das war die Bild-Zeitung. Ich kaufte die auf dem Weg in die Redaktion samstags. Ich kaufe das wirklich nie, aber an dem Tag war mein eigenes Gesicht vorne drauf. Also das Kleine, das Große ist Franz Beckenbauer. Und da wurde dann ein bisschen gehetzt gegen uns und auf der hinteren Seite ging das weiter. Die Grenze der Satire ist weit überschritten worden, wird der DFB zitiert. Und dann heißt es, liebe Bildleser, meinen Sie das auch? Rufen Sie doch unter der Nummer 069-97-05-040 die Titanic-Redaktion an und sagen Sie Ihre Meinung. Oder schicken Sie einen Fax. Die meisten Leute haben damals angerufen. Ich ging in die Redaktion, die anderen Redakteure hatten das auch gelesen, kamen dann auch. Und für die nächsten 9 Stunden klingelten sämtliche 4 Telefone, die wir in der Redaktion haben. Und wir durften uns auf deren Kosten mit Bild-Zeitungslesern unterhalten.
Und ich habe damals einfach irgendein Mikrofon genommen, habe das Telefon auf Lautsprecher gestellt und habe es da drauf geschmissen. Es sind furchtbar schlecht, von der Qualität her furchtbar schlecht, die Telefongespräche zu hören. Aber ich hoffe, dass der Charakter ungefähr rauskommt. Bitte Audiodatei. Titanic. Sie sind Schweine, sind Sie. Wissen Sie das auch? Sie sind ein ganz großes Schweine, die Titanic. Arschlöcher seid ihr. Ich wollte nur sagen, dass ihr Arschlöcher seid. Danke. Wir? Ich finde das so scheiße, was Sie da gemacht haben mit dem Fax. Das wollte ich Ihnen mal sagen. Vielen Dank. Tschüss. Ach, das, Sie sind dem von dem. Sie sind jetzt, wo da ein DFB die Briefe schickt. Ja, genau. Das ist ja eine Unverschämtheit. Habt ihr kein Hirn im Kopf? Doch, haben wir. Ja, habt ihr. Na, kann ich aber das nicht verstehen. Ja, dann haben Sie vielleicht kein... Nein. Das ist eine ganz große Schweinerei. Gut, vielen Dank. So wird Deutschland in Verruf gebracht. Ich wollte nur sagen, ich finde das eine Unverschämtheit, was Sie da gemacht haben. Solche hergelaufenen Schmutzfinken müssen wir bestrafen. Vaterlandsverräter. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich an meinen drei Kiosken Ihre Zeitschriften nicht mehr auslegen werde. Titanic. Ja, grüß Gott, sind Sie da von der Redaktion vom Fokus, oder? Nein. Den anderen habe ich falsch gewählt. Entschuldigung, ich bin von Titanic sind wir. Ach so, ja, die Titanic, ja? Ja. Die habe ich ja gemeint. Ach so. Ja, ja. Sagen Sie das doch. Ja, ich sage das ganz offen, also ich finde es unerhört, sowas. Ja, warum? Ja, wieso? Ich meine, das hat ja mit Satire nichts zu tun. Da hätte die ganze Bewerbung vom Herrn Beckenbauer hätte er da, oder vom Deutschen Fußballbund hätte er da pflegen gehen können. Nein, ich glaube, dass wir die Bewerbung erst erfolgreich abgeschlossen haben. Ja, ich glaube, dass sie es bald vermachtelt hätten. Nein. Das ist meine Meinung, ne? Also ich finde es nicht so richtig, mal Satire, ja, wo es angebracht ist, aber in diesem Fall finde ich, dass der Schritt weit zu weit gegangen ist. Wo wäre denn Satire angebracht? Ja. Ja, angebracht ist für mich persönlich, wo Sie was machen können bei Politikern. Da kann man ja schärfer ins Zeug gehen, ne? Okay, gut, dann machen wir das nächste Mal bei Politikern. Ja, gut, also. Vielen Dank. Sie wiederhören. Tschüss. Was Sie gemacht haben, das ist beschämend und dreckig. Sie haben die ganze Nation nicht gemacht. Ihr Bastarde! Widerlich und ekelhaft, was Sie da gemacht haben. Das ist ja ganz, ganz widerlich. Alle hinter Gitter, meine Meinung. Ja, die Schmierfickenakteure. Wie bitte? Die Schmierfickenakteure, dankeschön. Was? Ja. Ich habe Sie nicht verstanden. Hallo, ich wollte nur sagen, die Grenze der Satire ist weit überschritten. Von der Bild-Zeitung? Bild-Zeitung, jawohl. Von der Bild-Zeitung? Jawohl. Okay, vielen Dank. Titanic? Ja, also die von der Titanic-Reaktion, ja? Ja. Ich höre alle entlassen. Entlassen? Ja, selbstverständlich, mit einem Brief, was ich schrieb, gegen Beckenbauer. Aber wer soll uns denn entlassen? Der Reporter, kehre weg! Ich rufe an wegen Ihrer Satire, zwecks WM-Bewerbung. Das ist eine bodenlose Frechheit. Für diese Frechheit gehört Ihnen die Lizenz entzogen, weil das artet schon in Verleugnung aus und hat nichts mehr mit sonst was zu tun. Welche Lizenz? Die Satire-Lizenz oder was? Ja, genau, so ist es. Titanic? Ihr seid doch krank im Kopf. Sind Sie Arzt? Sie sind ein Dreckschwein, Sie Sau, Sie werden noch von mir hören. Ende. Titanic. Hallo, Sie können Ihren Chefredakteur oder dem verfluchten Nestbeschmutzer sagen, wenn ich die Drecksau auf der Straße treffe, dann landet er im Krankenhaus, dieser Hundesohn. Und tschüss. Das bin ich doch selbst. Sie sind das selbst, Sie verfluchte Hurensohn. Also wenn ich Sie auf der Straße sehe, dann spucke ich Sie an, Sie Drecksau. Aus welchem Land kommen Sie? Ja, grüß Gott. Ich wollte bloß bei Ihnen anrufen und wollte sagen, was für ein Trottel das bei Ihnen ist, der sowas in die Zeit in Umlauf bringt, diese Briefe da. Steht heute in der Bildzeitung, man soll bei Ihnen einmal anrufen. Ich habe noch nirgends angerufen, bei niemandem noch. Aber da habe ich gesagt, muss ich anrufen, weil mich das geärgert hat. Das war's, danke. Ist der Titanic? Ja. Sagen Sie mal, was haben Sie mit Ihrem Bestechungsbrief da gemacht? Das ist ja grausam. Das ist ja der Kohl, was der Kohl gemacht hat, eine Lachnummer dagegen. Finden Sie. Eine große Sauerei, was ihr da gemacht habt. Ihr habt ja die ganze Bundesrepublik, die ganze Deutschland da verabotiert. Wie könnt ihr sowas machen? Ihr müsst bestraft werden wie ein Bandit. Ja? Hoffentlich werdet ihr richtig bestraft. Ihr müsst bestraft werden wie ein Verbrecher. Wie ein Mörder. Also mit Zuchthaus. Ja, noch viel schlimmer. Arm ab? Noch viel, viel schlimmer ist das. Arm und Bein ab? Bein ab? Ihr hört auf dem Stuhl, hört ihr.
Auf dem elektrischen Stuhl? Ja, sicher. Den gibt's doch hier gar nicht. Ja, das ist eine Schande, ist das. Das ist das eben. Ja, vielen Dank für Ihre Meinung. Wenn ich in Amerika wäre, dann wärt ihr direkt am Stuhl. Ja, vielen Dank für Ihre Meinung. Klar, tschüss. Ja, hier soll ich mal anrufen. Das war kein schöner Zug. Wie, Sie sollen hier anrufen? Ja gut, der heißt doch in der Bild. Wie heißt es denn da in der Bild? Ja, schicken Sie ein Fax oder rufen Sie die Nummer 069 970 5040 an. Und das machen Sie dann sofort? Ja, selbstverständlich. Also hören Sie mal, was Sie da gemacht haben. Da fällt mir Kaiser Wilhelm ein. Vaterlandslose Gesellen. Kaiser Wilhelm hätte auch so gehandelt wie wir. Ja, aber der hat's noch gemäßigt ausgedrückt. Das ist eine ganz üble Macherei. Haben Sie Kaiser Wilhelm noch persönlich kennenlernen dürfen? Kaiser Wilhelm? Ja. Nein, nicht. Ich bin 29 geboren. Oh. Knapp verpasst, der war ja, glaube ich, schon im Exil damals. Da war der schon in Holland. Ja. Bismarck war der Kanzler, da hat Kaiser Wilhelm das Wort geprägt, vaterlandslose Gesellen. Und wir sind wie Kaiser Wilhelm oder wie? Ja, Sie sind die vaterlandslosen Gesellen. Die Kaiser Wilhelm meinte. Also die Titanic kann er noch nicht gemeint haben, die existierte noch nicht. Die war ja schon. Nur sinngemäß. Ach so, verstehe. Gut, Ihr Anruf wird gezählt. Vielen Dank. Ja, wiederhören. Wiederhören. Ja, ich wollte nur einen Kommentar abgeben zu Ihrem Artikel zum DFB. Solche Journalisten soll man aus dem Verkehr ziehen. Solche Bild-Zeitungsjournalisten? Nicht die Bild-Zeitung, die Journalisten im Journal. Ach so, danke. Den Kommentar abgeben zum DFB. Solche Journalisten soll man aus dem Verkehr ziehen. Ja, vielen Dank. Bitte. Tschüss. Nummer 2. Ja, habe ich da die Titanic-Redaktion in Frankfurt am Main? Ja, wen haben wir denn da? Ja, ist das. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ja was gelesen von Bestechungsbriefen und was da der Herr Sonnenborn macht, das ist der größte Mist, den es gibt. Wiederhören. Hallo? Hallo? Wer ist dort? Hier ist die Firma Titanic. Ich wollte Ihnen mal Folgendes sagen. Hier ist der Herr Grosch aus Chemnitz. Es ist schlimm, was Sie hier veranstaltet haben. Es ist schlimm, was Sie 40 Jahre veranstaltet haben da drüben. Ich? Was sagen Sie? Es ist schlimm, was Sie 40 Jahre veranstaltet haben da drüben. Das ist jetzt egal, was Sie mir erzählen. Sie können es gar nicht beurteilen, weil Sie viel zu weit weg sind. Aber wie Sie unser Land verunglimpfen. Das haben Sie doch 40 Jahre lang viel mehr gemacht. Sie sollen sich was schämen, uns Ratschläge erteilen zu wollen im Westen. Genau richtig. Wir sind bessere Deutsche als Sie, das sage ich Ihnen. Wir würden unser Land nie so verunglimpft haben. Auch unser neues deutsches Vaterland niemals. Das ist eine Schweinerei. Sie im Osten, dass Sie überhaupt sowas dürfen. Das dürfte mitten verboten werden. Sie müssten bestraft werden. Sie mit Ihrer Stasi. Deutsches Land, unser Vaterland verunglimpft in aller Welt lächerlich gemacht. Aus dem Osten lassen wir uns gar nichts sagen. Mit dem Osten gar nichts zu tun. Wir sind Deutsche seit 10 Jahren. Wir sind schon seit 100 und 1000 Jahren Deutsche. Aber Sie sind wahrscheinlich immer noch ein Wessi, ein arroganter Wessi. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Titanic? Ja, grüß Gott. Ich bin 77 Jahre. Ihr Gag war sehr gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch den Lesern der Bild-Zeitung. Das war auch der einzig positive Anruf an diesem Tag. Die Dame hat noch einen Witz nachgeschoben. Sie hat gefragt, ob ich wüsste, warum Banker und Makler jetzt immer mehr Golf spielen würden. Ich habe gesagt, nein. Und sie sagte, das kann man auch in Handschellen spielen. Ich finde, es sind viel zu viele Banker immer noch auf freiem Fuß. So, ja, das war die spektakulärste Klage, die wir hatten. Ansonsten habe ich noch kleinere Geldsummen bezahlen dürfen an einen verstorbenen Bundespräsidenten, den Sie nicht mehr erinnern, Johannes Rau, mal 3.000 Euro. Und ich glaube, das war's. Und wie gesagt, jedes 10. Titanic-Heft ist verboten wegen Grenzen der Satire. Jetzt würde ich mich Ihren Fragen stellen, wenn es Fragen gibt. Es gibt ein Mikrofon, das jetzt rumgeschmissen wird. Und normalerweise mache ich das bei Lesungen nie, dass jemand ein Mikrofon außer mir bekommt. Ich habe hier eine Karte, die ich hochhalten werde, wenn die Frage über 5 Minuten lautet. Da kommt eine erste. Bitte. Ja, Respekt erstmal fürs Fangen. Ja, Sie haben das Ganze, die Korruptionsaffäre, jetzt ja relativ satirisch aufbereitet, wenn man das so nennen kann, und sich ja auch näher damit befasst jetzt in Ihrem Vortrag. Allerdings würde mich dabei jetzt noch interessieren, wie das jetzt eigentlich weiterging, ob die FIFA-Mitglieder ihre wirklich guten Würstchen auch bekommen haben. Ich bedanke mich für diese Frage. Ich hätte das sonst selbst nicht angesprochen. Nein, ich fürchte, wir waren einfach zu faul, diese Körbe loszuschicken.
Außerdem hätte es nichts gebracht. Ich glaube, einige Leute sind gar nicht mehr auf freiem Fuß. Chuck Blazer, der Mann, dessen Fax Sie hier gesehen haben, an den das Fax ging, der arbeitet, glaube ich, als Kronzeuge mit dem FBI zusammen oder sitzt schon hinter Gittern. Wahrscheinlich hätte es ihnen gar nicht viel gebracht. Eine Feile in einer Torte wäre wahrscheinlich das bessere Angebot gewesen. Was glauben Sie, wie lange dauert es noch, bis Sie Bundeskanzler sind? Es gibt da präzise Berechnungen. Vielen Dank für diese Frage. Wir haben festgestellt, dass ich bin Bundesvorsitzender einer obskuren Oppositionspartei, nicht der Grünen, sondern einer wirklichen Oppositionspartei. Und wir verdoppeln unsere Wahlergebnisse, wenn wir irgendwo auf den Wahlzetteln stehen, haben wir gemerkt. Wir sind ja seit 2004 oder 2005 wählbar. Und Mathematiker in der Partei haben ausgerechnet, wir liegen jetzt bei 2% in Berlin bei der letzten Berlin-Wahl. Aber es gibt natürlich unzivilisierte Gegenden in Deutschland, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, in denen die Leute gar nicht lesen können, was wir machen. Und also im Landesschnitt lagen wir bei der Europawahl bei 0,6%. Wenn wir uns regelmäßig verdoppeln, brauchen wir noch 64 weitere Bundestagswahlen, um die Macht zu übernehmen in diesem Land. Vielleicht werden es die Jüngsten von Ihnen noch erleben, ich wahrscheinlich nicht. Da kommt eine Frage. Hi, mich würde mal interessieren, wie genau Sie zur Satire gekommen sind. Mein Vater war Berufsberater. Der hat mir gesagt, in der Satire werden immer gute Leute gesucht und es hat angenehme Arbeitszeiten. Bei Titanic haben wir um 10 angefangen, im Europaparlament um 11. Also ich um 11. Es gab kürzlich, als diese Anschläge in Brüssel waren, gab es mal Nachfragen im Internet, ob mir etwas passiert sei und viele besorgte Zuschriften, meistens von Leuten, die auf der Europaliste der Partei direkt hinter mir stehen und die nachrücken würden, wenn ich ausfalle. Und ich habe dann zurückgeschrieben, vielen Dank, es gehe mir sehr gut. Ich würde aus Sicherheitsgründen nie vor 11 ins Parlament gehen. Und ja, also ich kann das nur empfehlen, wenn Sie Lust haben, sich satirisch zu betätigen. Titanic freut sich über Leute, die, wir haben zwei Einstiegsrubriken, Briefe an die Leser heißt die eine und vom Fachmann für Kenner heißt die andere. Da kann man kleine Texte einsenden und dann merkt man auch schnell, ob man Begabung hat in der Richtung. Als Frau können Sie wie in der Politik sofort direkt nach oben durchstarten. Es gibt kaum komische Frauen, also ran. Danke. Hallo. Hallo. Wenn Sie entgegen allen Erwartungen die Bundestagswahl verlieren, werden Sie Ihren Kandidaten Serdar Somuncu dann fallen lassen? Das habe ich mir noch nicht überlegt tatsächlich. Wir stellen Serdar Somuncu jetzt am Sonntag vor, also morgen von 11 Uhr bis 13 Uhr am Heinrichplatz in Kreuzberg und gucken mal, wie da die Resonanz ist. Wir versuchen dort das Direktmandat zu erringen, das im Moment noch Hans-Christian Ströbele von den Grünen ja verwest, muss man glaube ich sagen. Der tritt nicht wieder an und wir haben glaube ich den prominentesten Kandidaten in diesem Bezirk. Mal sehen, also ich gehe erstmal davon aus, dass er das gewinnt und dass er demnächst im Bundestag sitzt. Das macht es für uns alle einfacher. Ansonsten Lager oder sowas, keine Ahnung. Da vorne sind zwei. Mahlzeit. Spät aufgestanden, was? Ich wollte wissen, wenn es jetzt hier gerade um die Grenzen von Satire geht, wie Sie das Schmähgedicht vom Böhmermann finden, wie Sie dazu stehen, ob das Ihrer Meinung nach die Grenzen überschritten hat oder nicht? Vielen Dank für diese Frage. Natürlich nicht. Böhmermann ist an Titanic-Lektüre oder durch Titanic-Lektüre geschult. Ich habe übrigens selbst mal ein Zeugnis geschrieben, dass er ein super Satiriker ist, fällt mir gerade ein, als er sich bei Neo beworben hat. Und das ist eine ganz normale satirische Form, die wir in Titanic seit Jahrzehnten auch pflegen. Natürlich ist es eine schöne satirische Einordnung, so einem Irren zu bedeuten, dass das nicht verboten ist, sondern verboten ist etwas ganz anderes und dann beleidigt man los. Das ist eine satirische Form und sie ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ich habe viele Artikel in semi-seriösen Zeitungen nicht verstanden, die das aus dem Zusammenhang gerissen haben und gesagt haben, das darf man nicht, das darf man ganz klar. Und wenn wir an der Macht sind, wird sowas Pflicht. Da werden Sie alle dieses Gedicht auswendig zu lernen haben. Ich warne schon mal davor. Da kam noch eine Frage, oder? Nein, nur fangen. Gut, da vorne. Vergessen? Soll ich eine stellen? Ich wollte fragen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, eine Partei zu gründen.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Es war so, 2004 saßen wir in der Titanic-Redaktion herum und haben uns überlegt, was sollen wir eigentlich wählen bei der nächsten Wahl? Und dann ist niemandem etwas eingefallen. Man kann die CDU aus Gründen nicht wählen, man kann die SPD nicht mehr wählen, weil es keine sozialdemokratische Partei mehr ist. Wenn ich heute an die Überwachungsgesetze denke, Staatstrojaner, das ist wieder eine so massive Wahlwerbung für die Partei auf dem nächsten Wahlzettel, dass ich fast peinlich berührt bin. Und es gab, die Grünen sind mal Idealisten gewesen, aber jetzt halt auch so eine Art FDP des kleinen dummen Mannes und auch zu konservativ. Die Linkspartei war damals, hätte man heute als Protestpartei überlegen können, aber ich kenne einige Linksparteiteile, die mir nicht zurechnungsfähig erscheinen, also auch keine Protestwahlmöglichkeit. Und dann haben wir gedacht, gründen wir unsere eigene Partei. Eine Partei, die als Protestwahlmöglichkeit wahrgenommen wird und die es uns selbst einfach erleichtert. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie Ihren eigenen Namen auf den Wahlzettel sehen, ist es wesentlich einfacher zu entscheiden, wo Sie Ihr Kreuz machen. Da kommt eine Frage. Gibt es für Sie persönlich denn überhaupt Grenzen für Satire oder kann man da irgendwie in gewissen Maßen unendlich weit gehen? Es gibt sicher die Grenzen von Deutschland in den Grenzen von 1989, die wir respektieren. Es gibt die Grenzen der EU von 2003. Ich beschäftige mich gerade mit der EU und 2003, bevor diese ganzen Ostblockvölker dazugestoßen sind. Ich arbeite gerade daran, die wieder zu entfernen. Also diese Grenzen respektieren wir. Ansonsten würde ich sagen, es gibt jetzt erstmal nichts, wo man sagen kann, das ist ein Thema, mit dem sich Satire nicht auseinandersetzen darf, sondern man muss von Fall zu Fall entscheiden. Achim Greser, ein Zeichner, der jetzt für die FAZ zeichnet, früher Titanic-Redakteur, hat mal in einer Redaktionskonferenz diese Frage beantwortet. Er hat gesagt, die Grenzen der Satire seien, wenn seine Mutter ins Spiel kommen würde, dann seien sie erreicht. Er würde nie etwas über seine Mutter im Heft in Titanic sehen wollen. Wir haben sofort überlegt, ein Team zu seiner Mutter zu schicken, aber haben das dann irgendwie aus den Augen verloren. Also es wird nie eine Satire über die Mutter von Achim Greser geben und ansonsten, finde ich, gibt es keine grundsätzlichen Grenzen. Danke. Sie kennen sich ja sehr gut mit Korruption aus und Ihre Partei, die Partei, setzt sich ja unter anderem für, die setzt sich ja für Bierquäler, gegen Bierquälerei an. Und jetzt ist es so, dass ich mal versehentlich ein Bier umgeschüttet hat und mein Freund das an den Zentralrat der Biere geleitet hat. Und jetzt ist meine Frage, ob ich immer noch Mitglied in der Partei werden kann, also wie ich das mit Korruption hinbekomme. Eine gute Frage. Ich glaube, dass wir das ja nicht flächendeckend überwachen können, wie es möglicherweise die Bundesregierung oder irgendwelche Behörden. Insofern ist uns das bisher nicht aufgefallen. Wir machen uns stark, wir kämpfen gegen Massenbierhaltung, aber so kleinere Lapsi verzeihen wir. Sie sind ja noch jung, vielleicht wird noch was aus Ihnen insofern. Nein, sehr gern. Ist eigentlich eine Koalition mit den Piraten möglich, ähnlich wie es bei Bundespräsidenten gewesen ist? So. Entschuldigung, mit was? Mit den Piraten, mit der Piratenpartei. Piratenpartei? Oh. Ich habe nur gelesen, dass Sie in Brandenburg Ihre Liste zurückgezogen haben. Nein, es tut mir leid, die Piraten haben eine wichtige gesellschaftliche Funktion zu erfüllen und sie können das im Moment nicht leisten und deswegen übernehmen wir die Reste dieser Partei. Viele Piraten haben ein zweites Parteibuch, nämlich das der Partei. Wir haben extra damals, als wir die Partei gegründet haben, wir wissen ja, dass wir auch Sympathisanten in anderen Parteien haben und es gibt immer wieder Überschneidungen. Wir haben damals gesagt, wir haben nichts gegen Doppelmitgliedschaften und ich hoffe, dass auch der ein oder andere SPDler ein Parteibuch unserer Partei hat, wenn dieser ganze Sauladen dann zusammenbricht. Unter Schulz, meinem alten Chef, den Sie ja jetzt hier haben, Martin Schulz, ich kenne ihn gut aus Brüssel. Eigentlich schade, dass er jetzt hier so untergeht. Aber gut, da kommt noch eine Frage, bevor wir hier ins Philosophieren geraten. Ja, Sie haben ja eben eine Koalition zwischen die Piraten und der Partei ausgeschlossen. Dabei kam bei mir aber die Frage auf, ob Sie sich darüber bewusst sind, dass man in dieser Koalition ja das sensationell gute Wortspiel die Partei unterbringen könnte. Ich bin mir dessen bewusst. Ja, vielen Dank. Gilt es uns? Das Klingeln oder? Nein? Der Eismann, ah gut.
Bitte, fragen Sie. Wie stehen Sie denn zum Klimawandel? Also stehen Sie dem Klimawandel eher positiv oder eher negativ gegenüber? Vielen Dank, mir ist zu warm. Wir sind eine obskure, populistische Kleinpartei. Wie stehen Sie zum Klimawandel? Ich muss da erst mal ausloten, wie das ankommt. Sind Sie dafür oder dagegen? Dagegen? Wir sind auch gegen den Klimawandel, natürlich. Also jedenfalls erstmal. Falsche Richtung. Mich würde interessieren, es gibt ja sehr viele Satire-Sendungen, ob Sie die auch selber gucken oder eher nicht und wenn ja, welches Ihre Lieblings-Satire-Sendung ist? Ja, eine sehr persönliche Frage. Ich lebe in Brüssel und habe wenig deutsche Sender und erinnere mich, dass mir die Anstalt, wenn ich sie mal sehe, sehr gut gefällt, weil sie halt Aufklärung betreibt mit komischen Mitteln. Das ist eigentlich das, was auch Titanic macht im Printbereich. Und ansonsten, ich weiß nicht, Extra 3 ist mir zu klamaukig. Auch der ganze Böhmermann-Zauber, der Erdogan-Zauber von Extra 3, das waren keine Satiren, sondern das ist halt Klamauk. Und ansonsten, heute Show sehe ich selten, wenn ich nicht drin bin. Es gibt immer wieder lustige Sachen, aber insgesamt ist es mir auch ein bisschen platt, glaube ich. Muss man wahrscheinlich machen, wenn man an Einschaltquoten denkt. Und an Einschaltquoten denkt halt jeder im Fernsehen zu viel. Kennen Sie eigentlich noch Fernsehen? Ja, ne? Oder? Ja, gut. Kann man bei der Titanic ein Schülerpraktikum machen? Das wird immer wieder versucht und das gelingt auch immer wieder, ja. Dann freue ich mich drauf. Ja, schreiben Sie, dass ich es befürworte. Das hilft manchmal. Ich bin auch Mitherausgeber und wir mischen uns nicht ein in die Heftgeschäfte, deswegen, aber schaden wird es nicht. Beneiden Sie ein wenig den Erfolg, den Herrn Böhmermann zurzeit hat und was glauben Sie, was er richtig macht in Bezug auf den momentanen Erfolg? Jan Böhmermann? Nein, warum sollte ich ihn beneiden? Wir sind unterschiedliche Jahrgänge. Das ist praktisch eher so ein Vater-Sohn-Verhältnis. Und er nutzt halt die technischen Gegebenheiten seiner Generation sehr gut. Und ich sehe ihn ein bisschen mehr als guten Unterhalter und Querulanten. Weniger als jetzt als reinen Satiriker, wie es im Titanic-Bereich wie da die Satire gepflegt wird. Ich freue mich über alles, was ihm gelingt und ich freue mich, wenn Irritationen entstehen, gerade in den Medien und das beherrscht er wie kein Zweiter im Moment in diesem Land. Wir sind in der Ecke, das muss weiter in die Mitte, das Gerät. Gibt es noch Fragen? Da vorne kommen noch. Oh, Respekt. Vielen Dank. Erstmal hi. Meine Frage ist, ob Sie außerhalb der Mauerprojekte, die Sie jetzt beispielsweise in Berlin planen, noch irgendwo anders Mauer ziehen würden, jetzt außerhalb der Grenzen Germanias oder auch andere Wunschvorstellungen haben, was Sie jetzt beispielsweise im Nahostkonflikt, wie Sie den lösen würden. Das Mauer. Power? Ich äußere mich nicht zu Nahostkonflikten. Ich habe das kürzlich im Netz getan und durfte dann eine ähnliche Beschimpfung, wie sie von den Bild-Zeitungslesern kam, im Netz erleben. Interessant, so einen Shitstorm auf der eigenen Seite zu haben. Ich habe nur geschrieben, glaube ich, dass als Gabriel ausgeladen wurde von Netanyahu und das über die Zeitung erfuhr, was untypisch ist in der Politik, habe ich irgendwas in der Richtung geschrieben. Ich war noch nicht wach, es war ein bisschen flapsig formuliert an Gabriels. Und das sei das erste Mal, dass mir Gabriel fast die sympathischere Seite, das Wort fast, möchte ich betonen, vertreten würde. Netanyahu mag ich nicht. Und ich glaube, ich hatte noch geschrieben, dass er ein paar Bulldozer, dass ich an seiner Stelle ein paar Bulldozer in Richtung Netanyahu losgeschickt hätte. Das kam nicht gut an und es ging dann ein Shitstorm los. Dann habe ich auf meiner Seite geschrieben, ich habe mich entschuldigt, ich habe mich noch nie entschuldigt, aber da habe ich mich entschuldigt und habe sofort dazu gesagt, ich hätte nicht gewusst, dass Netanyahu Jude ist. Das würde nicht im ersten Absatz seiner Wikipedia
seines Wikipedia-Eintrags stehen. Dann ging es nochmal los, das sei aber nicht schön, ich sollte mich besser informieren. Also dazu äußere ich mich nicht, außer der Tatsache, dass da eine Mauer dazwischen gehört natürlich. Und die Mauer ist eine Idee, die wir seit 2004 verfechten, damals noch innerdeutsch. Jetzt sehen wir, dass immer mehr europäische Staatsmänner aufspringen. Orbán will eine Mauer haben, die Italiener denken über Mauern nach, die Österreicher. Ich glaube, dass wir eine Mauer um Europa brauchen. Es macht mich stolz, dass diese Maueridee so aufgenommen wird in Europa. Aber ich glaube, dass wir eine Mauer um ganz Europa brauchen. Wir müssen uns der Frage stellen, ob wir uns unseren Reichtum vom Neger wegfressen lassen wollen oder ob wir bereit sind zu teilen in dieser zunehmend irrer werdenden kapitalistischen Welt. Und ich finde, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Man kann nicht einfach sagen, wir blenden das komplett aus, wir schieben da Milliarden in die Türkei, damit die Drecksarbeit für uns machen, sondern ich finde, es gehört diskutiert und das ist auch eure Aufgabe, denn mit den dicken alten Männern im Europaparlament ist das, glaube ich, nicht zu machen. Es müssen junge Idealisten in die Politik, die dann darüber diskutieren, ob wir diesen Weg weitergehen oder ob wir teilen und Menschenleben retten, helfen. Gut, das ist euer Job dann irgendwann. Gibt es noch Fragen? Da hinten? Hinter, vor oder egal. Gab es mal einen Hate-Kommentar, den besonders nahe gegangen ist oder den Sie sich besonders gemerkt haben, wo Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt doch irgendwie ein bisschen gemein gewesen? Es ist nicht so, dass ich diese Hate-Kommentare jetzt alle so bis unten durchlesen würde. Einer ist mir in Erinnerung geblieben tatsächlich. Sascha Lobo hat bei mir nach dieser Netanyahu-Sache einfach nur auf Wiedersehen Punkt geschrieben. Ich glaube, da gehört gar kein Punkt hin. Da hinten kommt noch eine Frage da hinten. Hallo, wenn Sie schon Hallo. Zu faul waren, die Präsentkörbe an die FIFA-Funktionäre zu senden, wären Sie nicht dann auch viel zu faul, Regierungspartei zu sein? Und ist das der Grund, weshalb Sie immer noch so niedrige Wahlergebnisse haben? Vielen Dank für diese Unverschämtheit. Was heißt denn niedrige Wahlergebnisse? Ich habe tatsächlich mal gesagt, dass ich nicht in Regierungsverantwortung gehen möchte. Ich wäre auch zu bequem dazu. Ich glaube, das ist ein Fulltime-Job. Ich wollte auch kürzer treten beruflich, als ich dann ins Europaparlament geschickt wurde von meiner Partei. Das hat sich jetzt nicht machen lassen. Ich glaube, nach dieser Parlamentsperiode werde ich mich ins Privatleben zurückziehen. Aber wenn jemand Lust hat, in die Partei einzutreten, es geht auf der Homepage und naja, vielleicht macht es einer von Ihnen. Danke. Fragen Sie, gern. Das Mikro müsste da rum. So, mein ehemaliger Politiklehrer hat mal etwas gegen die Partei insbesondere gegen Sie gesagt. Wie ist denn der Name? Welche Stadt zumindest? Wir hungern den Landkreis auf. Ich will jetzt nicht zu indiskret werden, aber ich habe schon einige Male vermutet, dass er auch V-Mann des Verfassungsschutzes ist. Auf jeden Fall meinte er, dass er es für ziemlich schwachsinnig hält, Humor ins Europaparlament zu bringen und bei Abstimmungen abwechselnd Ja und Nein zu wählen. Was würden Sie solchen Leuten entgegenrichten? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich sage ganz einfach, es ist ein Wahlversprechen, das ich gegeben habe. Wir sind gewählt worden mit Plakaten Ja zu Europa, Nein zu Europa, die Partei. Dem komme ich nach. Ich stimme abwechselnd mit Ja und Nein in den Abstimmungen. Das lässt sich anders auch nicht machen. Mein Büroleiter sitzt da hinten und der hat keinen Bock, was weiß ich, dann in Straßburg. Wir ziehen einmal im Monat um, sind da 3 Tage Abstimmungen. Vielleicht, wenn es schlecht läuft, 400, 500 Abstimmungen und die jetzt alle aufzubereiten, zu gucken, was da eigentlich abgestimmt wird, das ist praktisch nicht möglich. Das machen Fraktionen mit einem ganzen Stamm an wissenschaftlichen Mitarbeitern. Aber ich kann Sie trösten, meine Stimme ist da nichts wert. Das Europaparlament nickt ja im Prinzip nur ab, wird von einer großen Koalition bestimmt, die Schulz sehr lange geführt hat, wirklich mit Energie, also eine sehr konservative Ausrichtung. Schulz ist viel konservativer, als Sie alle denken in Deutschland, obwohl ich den Mann sympathisch finde. Er ist eine Mutti mit Bart, so wird in Brüssel formuliert. Und meine Stimme ist im Parlament nichts wert. Nicht mal die kleinen Oppositionsparteien können da maßgeblich Einfluss nehmen, wenn Sozialdemokraten, also wenn Konservative und noch Konservativere sich da zusammentun. Und schön dokumentiert wird das vielleicht auch von einem Erlebnis, das ich hatte. Es wurde da schön abgestimmt. Neben mir sitzt ein rechtsradikaler FPÖ-Mann, der mit seinem dicken Daumen in seiner Stimmliste verrutscht ist und dann
da haben sie so Kreuze bei Ja und bei Nein und bei Enthaltung. Und ich habe dann gesehen, wie er permanent gegen seine Interessen gestimmt hat. Und eine Dame der Sozialdemokraten ist dann aufgestanden und hat gesagt, Herr Präsident, wir müssen die letzte Abstimmung noch mal wiederholen lassen. Die komplette deutsche Sozialdemokratie hat sich verstimmt. Wir sind natürlich für Menschenrechte und nicht dagegen. Da ist es scheißegal, ob ich damit Ja oder Nein gestimmt habe. Also ich mache da nichts kaputt, nicht, dass Sie jetzt Angst... Wird es eigentlich live gestreamt hier? Ich sollte vielleicht vorsichtiger sein, wenn Elmar Brocken mich sieht. 170 Kilogramm konzentrierte CDU und mein bester Freund im Parlament, der mir mal an die Gurgel wollte und mich als faul, 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 frech und faul bezeichnet hat. Auf dessen Mühlen wäre das natürlich Wasser, ja. Ja, ich habe hier schon das Ding genommen. Sie stehen ja auch für Elitenförderung. Welche Elite sollte denn am dringendsten gefördert werden in Deutschland momentan? Wir haben lediglich das Wort Partei, dieses Akronym, besetzen wollen, haben da auf Tierfreunde gerechnet, deswegen haben wir das Wort Tierschutz untergebracht und für das E fiel uns wirklich nichts ein, deswegen haben wir gesagt Elitenförderung. Wir haben das gefüllt dann anschließend und haben gesagt, das geht an Studenten. Ich glaube, dass viele von Ihnen, wenn Sie studieren werden, kein ordentlich funktionierendes Studium mehr erwartet. Ich habe selber 15 Semester vom Staat alimentiert in Ruhe vor mich hin studiert, mit, glaube ich, 800 D-Mark, also 800 Euro BAföG, mit Studienabschlussförderung und einem Auslandsjahr, also 15 Semester. Deswegen macht sich die Partei stark dafür, dass dieser ganze Bachelor-Quatsch wieder abgeschafft wird, Bologna. Das war ein Bestreben der Briten, die Leute schneller fit für die Wirtschaft zu machen. Die sind jetzt raus. Wir werden das alles wieder abschaffen und wir möchten, dass Studenten heute 15 Semester alimentiert mit 1.000 Euro plus Miete im Monat vor sich hin studieren können. Miete ist so ein... Halt! Ist billiger Populismus. Miete ist eigentlich DDR-Miete und bedeutet nur 40 oder 70 Euro. Also, dass Sie 15 Semester damit alimentiert vor sich hin studieren können und danach stecken wir Sie in die Produktion. Ja, schon weniger Applaus. Arbeitsscheues Gesindel. Wie im Europaparlament. Letzte Frage, was passiert im Europaparlament, wenn man die Redezeit übertritt? Da kriegt man aufs Maul. Gut, dann nein, da wird einfach das Mikrofon ab. Ja. Vielen Dank für Ihr Interesse und wenn Sie mal nach Brüssel wollen, kommen Sie mich besuchen. Tschüss, Dankeschön.